Ja, Leute, heute haben wir einmal den Dell Laptop, den Latitude 7390 2-in-1. 2-in-1 heißt Tablet und PC in einem. Man kann das Ganze einem 360 Grad so falten. Da hat man ein Tablet. Und hier unten die Maus kann man ganz einfach auch so als quasi Bildschirm nehmen und so Fernseh gucken. Das Ganze, wie gesagt, 360 Grad. Und wie ihr hier schon ein wenig seht, ist der schon gut eingestaubt. Und ein, zweimal im Jahr sollte man halt sowas mal kurz reinigen. Und deswegen werde ich ihn heute auseinandernehmen und euch auch mal einmal kurz zeigen, wie im Laptop-Inneren so die Komponenten aussehen. Als allererstes reinigen wir ihn einmal von außen, also von einem herkömmlichen Tüchlein, und wischen ihn einmal komplett von Staub ab, auf den Bildschirm einmal komplett abwischen. Das Ganze auch einmal außenrum. Hier sehen wir auch einmal die Lüfter. Hier haben wir auch nochmal Lüfter, Lüfter, und wir sind schon perfekt auf der Rückseite, wo man ihn braucht. Beziehungsweise bevor wir gleich da sind, zeigen wir auch einmal kurz die Komponenten, die wir haben. Wir haben hier einmal einen USB-Slot, hier einen SD-Karten-Slot. Hier können wir tatsächlich eine Speicherkarte beziehungsweise eine SIM-Karte reinstecken, und dann ist der ganze mobil. Dann ein normaler Klinkenstecker, hier laut und leise und die An-Taste. Hier haben wir zwei Thunderbolt-Anschlüsse. In deinem Fall sind das Thunderbolt 3-Anschlüsse, ein HDMI-Ausgang und noch ein USB-Port. Die USB-Ports müssten oder sind USB 3.0-Ports. Unterstützen das Ganze auch. Wir haben ein 13,3 Zoll Display. Wenn wir ziehen uns mal den ganzen anschauen. 13,3 Zoll. Genau. Ja, zu den technischen Spezifikationen komme ich, wenn der ganze Gute einmal auf ist. Wir drehen ihn einmal hier um. Und wir haben natürlich hier das passende Werkzeug, um den Laptop aufzumachen. So. Wenn ich den ganzen jetzt einmal aufmache, wir sehen uns gleich, wenn ich den Laptop wieder aufgemacht habe. Bis gleich. So, Leute, wir haben alle Schrauben gelöst. Wir sollten vorsichtig mit etwas Stumpfkanten an die Seite rangehen. Hier das Ganze einmal vorsichtig anheben. Regelfall nicht passieren. Wie ihr merkt, ist das Ganze ziemlich dicht eingeklipst. Das sollte auch bombenfest eigentlich im Regelfall halten. Ja, und so sieht der ganze Laptop einmal von innen aus. Wir haben hier einmal das 60 Watt Speed Charger Akku, also ein Schnellaufladeakku, der auf 7,6 Volt Gleichstrom funktioniert. Es ist eine Lithium-Ionen-Batterie. Wir haben hier einmal den Lüfter. Hier ist das WLAN. Das kleine Ding ist das WLAN-Gerät, wo WLAN und Bluetooth verbaut sind. Hier sehen wir die ganzen Slots, USB und hier drunter die SIM-Karte, wo ich vorher erwähnt habe, kann hier eingeführt werden. Wir haben hier, wo mein Daumen ist, einmal die SD-Karte. Die ist nur so klein. Das ist so ein länglicher Chip. Hier unter diesem Bereich finden wir die CPU. In meinem Fall ist das die i7 CPU. Also, der hat sich schon ganz schön was gegönnt. Wir haben hier, glaube ich, nur den kleinen 256er
Gigabyte bei der SSD. Und ja, das ist dann schon ziemlich so alles, was in diesem Laptop so drin ist. Zum Reinigen, wie ihr seht, hier oben ist schon ganz schön alles verstaubt. Da pusten wir jetzt einmal kräftig durch, dass sich das ganze Staub von den Komponenten trennt. Was ihr an dieser Komponente seht, wenn ihr jetzt hier den Ventilator seht, der hat schon Brüche, also im Regelfall müsste man eigentlich so einen Ventilator austauschen. Der ist nicht mehr so wirklich der beste. Wie gesagt, schon Brüche drin. Ja, da sich das aber alles nicht lohnt, so einen Ventilator neu einzubauen, solltet ihr einfach so einen Laptop nicht auf Hochleistung laufen lassen. Denn dann kann es sein, dass euch schnell warm wird und ja, was eigentlich ein Zeichen ist für sein Ende. Bis euch dann halt Chase endlich verreckt. Allerdings sage ich zu Laptops immer, tauscht eure Laptops alle 4 bis 5 Jahre und dann solltet ihr auch nie Probleme kriegen. Denn mittlerweile lohnt sich ja leider eine Reparatur nicht mehr, weil die Technik so schnell vorangeht. Wir versuchen das Ganze einmal hier noch ein bisschen mit einem Wattestäbchen vorsichtig zu reinigen, ein bisschen Staub mitzunehmen. Allerdings kann man da auch echt nicht mehr viel reinigen. Tja, wir schrauben den Ganzen jetzt einmal zusammen. Damit haben wir ihn dann einmal gereinigt. Ich hoffe, das hat euch einmal gefallen, das Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.